Ja Mensch, herzlich willkommen zu Total War Rise of Mordor. Ich habe hier gerade die Closed Alpha Version 0.2 von dieser großartigen Modifikation für Attila Total War, die ich schon eine ganze Weile auf dem Kicker habe und jetzt ist gerade halt die Closed Alpha für ein paar YouTuber gestartet. Und deswegen bin ich in der Lage, euch zu zeigen, was die Entwickler von dieser Modifikation so alles bisher gemacht haben. Die haben mittlerweile zwei ganze Fraktionen fertiggestellt, die man jetzt auch spielen kann. Und das nehme ich jetzt mal als Anlass, um euch mal ein bisschen die Einheiten zu zeigen und natürlich auch eine Schlacht zu schlagen damit. Deswegen gehen wir hier mal auf Custom Battle und schauen uns mal an. Hier, einmal gibt's die YouTube-Preview-Units und dann gibt's einmal Dale und Gondor. Wir werden uns in diesem Video Gondor widmen und ich werde dann noch ein Video machen, in dem ich mit den Tal-Truppen losmarschiere. Schauen wir kurz, was die YouTube-Preview so vorzuzeigen hat. Die hat hier eigentlich so ein paar Einheiten, die so als Beispieleinheiten dienen. Hier ein paar Urukai-Schwertkämpfer, Urukai-Pikes, dann so ein paar Erebor-Zwerge, dann noch ein paar Haradrim und ein paar Runeneinheiten. Also eigentlich nichts großartig Wildes, was man so als einzelne Fraktion sehen kann, sondern das sind einfach so ein paar Einheiten, die, glaube ich, als erstes fertig gemacht worden sind, damit man die mal präsentieren kann. Aber schauen wir uns mal an, was Gondor so alles in die Schlacht führt. Wir haben hier als Generäle einmal die Fountain Guard, die Citadel Guards und die Knights of the Silver Swan. Ja, das sollte man, glaube ich, kennen, wenn man Third Age zum Beispiel gespielt hat. Und natürlich Fountain Guard, das sind Pikemen. Citadel Guards, das sind, glaube ich, Speerträger. Ja, da unten sind sie nochmal. Und das ist natürlich Kavallerie. In der Speerfraktion haben sie einmal... Ach, nehmen wir einfach mal einen General hier rein, komm. In der Speerfraktion haben sie Speermilizen, die schlechteste Einheit der Speerline. Naja, schlechte Verteidigung, schlechter Angriff, aber Melee Defense immerhin ein bisschen ordentlich hier. Dann haben sie hier Pinnath Gillin Spearmen. Die haben Melee Attack auch schlecht, aber Average Melee Defense, Average Armor. Sehr schön. Gondor Spear Infantry, die sind immerhin überall gut hier, mittelmäßig. Und dann gibt's die Citadel Guards, die sind natürlich unglaublich gut. Das sind die besten, aber sie sind dementsprechend auch ein bisschen teurer. 1150 pro Einheit, da kann man sich schon zwei von den Spear Militias leisten. So, dann in der Pike Infantry sind natürlich die Fountain Guards. Die können auch eine Speerwand bilden und dementsprechend agieren sie wie normale Phalanx-Einheiten. Dann hier unter den Schwertinfanteristen haben wir einmal die Gondor Sword Militia. Dann hier die Ringlo Vile Men at Arms. Dann die Gondor Sword Infantry. Dann gibt es noch Axtkrieger, die Hillmen of Lamadon und Warriors of Lossanach. Lossanach, meine Güte. Die Namen sind immer so schön. Die Hälfte verkacke ich immer. Dann gibt's natürlich auch noch Bogenschützen, Gondor Bow Militia, Blackroot Vale Archers, dann hier Ithilien Rangers und die Gondor Archers. Also, wobei die Ithilien Rangers durchaus, glaube ich, bessere Werte haben. Schlechtere Moral, schlechtere Leben, aber dadurch mehr... Na, mehr Munition zumindest. Melee Damage ist auch ein bisschen besser. Aber sonst da oben, Verteidigung ist nicht gerade so viel besser, also deutlich schlechter. Dann gibt's noch ein paar Skirmisher, Anfallers, Coast Levies und Pillar Gear Marines. Und dann gibt's hier noch natürlich die Knights of the Silver Swan und Gondor Cavalry. So, sehr schön. Das soweit zu den Einheiten. Man kann sich in etwa vorstellen, dass das jetzt eine Fraktion ist, die auf sehr starke Infanterie setzt und durchaus auch gute Bogenschützen, aber sie haben natürlich einen großen Nachteil, weil sie keine riesige Kavallerieeinheiten haben. Naja, aber durchaus gute Infanterie, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Und wie gesagt, das ist eine der zwei Fraktionen, die jetzt schon fertig sind. Und ja, ich werde mir jetzt eine kleine Armee zusammenstellen und dann sehen wir uns gleich auf dem Schlachtfeld wieder. Also, wir sehen uns gleich.
So, da sind wir jetzt auf der Schlachtkarte. Ich habe meinen General gegen eine Reitertruppe eingetauscht. Also meinen vorigen Speerträger-General habe ich jetzt durch einen Reiter ersetzt. Habe ich hier, warte mal, ich kann nochmal das Ganze hier einblenden. Dann haben wir hier ein bisschen Gondor-Kavallerie. Schaut sie euch an. Sehen sie nicht schön aus? Schön modelliert. Und dann halt nochmal Gondor Kavallerie. Dann haben wir hier einmal ein wenig die Zitadellenwächter. Auch sehr, sehr schön. Dann einfach nur Spear Infantry. Und hier ein bisschen Sword Infantry. Hier vorne haben wir natürlich die unglaublichen Fountain Guards. Schaut sie euch an. Ich finde, die sehen unglaublich gut aus. Die sehen alle unglaublich gut aus. Dann hier ein paar Ithilien Rangers. Gondor Bowmen. Dann haben wir auf der Seite hier noch ein paar Axtkrieger. Auch die haben was. Und wir haben auch. Ne, die Speerträger stehen ja in der hinteren Reihe. Da hinten sind die bösen Feinde. Ein paar Uruks habe ich da mal zusammengetragen. Auch die sehen unglaublich. Okay. Die sehen unglaublich cool aus. Ist natürlich alles noch ganz, ganz weit am Anfang der Entwicklung. Also dementsprechend Sound wurde noch nicht editiert und so weiter und so fort. Also im FAQ, was mit der bei den Downloads bei war, da stand, die sind jetzt ungefähr vielleicht so bei 10% der Entwicklung. Die wollen insgesamt 19 Fraktionen machen. Jetzt haben sie zwei. Und naja, es soll auch geplant werden, dass eine Kampagnenkarte möglich ist. Aber bisher, wie gesagt, ist natürlich noch alles sehr weit am Anfang. Aber jetzt wollen wir nicht weiter reden und einfach mal kämpfen. Der Feind marschiert auf uns zu. Und wir machen mal ein bisschen das aus hier und können uns die Einheiten nochmal anschauen. Was macht er denn hier? Ach so. Läuft einfach mal so durch. Und jetzt die feste Gruppe, ja, haben sie. So, da marschieren sie. Gondor auf dem Weg in den Krieg. Aber wie gesagt, unglaublich cool, wie die Einheiten aussehen. Da haben die sich echt schon gut ins Zeug gelegt. So, da kommt der Feind anmarschiert. Die Uruks. Haltet euch bereit, Bogenschützen. Die Pfeile kommen geflogen. Nachladen. Bitte. Make your shots count. They bloody well will. Los. Jawohl. Gut, dann ziehen wir die Bogenschützen mal zurück. Müssen sie sich erstmal durch unsere Pikes zurückziehen. Aber das schaffen die noch rechtzeitig. Sieht aber gut aus. Schicken die Kavallerie mal auf die Flanken. Jetzt kommen sie auf die Fountain Guards. Wieso greifen wir unseren General an? Ich glaube, wir selber greifen unseren General an. Wir müssen da versuchen, über die Flanken reinzukommen. Gegen die Pikemen sollten wir uns nicht frontal stellen. Ich meine, das sind ja nicht umsonst Pikemen.
Die pieksen uns ein bisschen. Hallo? Ja, euch brauche ich nicht. Ich wollte euch so aufstellen. Ja, ihr könnt es ja mal versuchen. Das bringt eher so nix. Die werden zurückgedrückt die ganze Zeit. Also das... keine gute Idee. Pikes gegen Pikes. Oh, die Reiter machen das schon richtig. Rückzug. Haben sie dem... jawohl, sie haben sie im Rücken erwischt. Jawohl, da fliehen welche. Geht weiter ran. Und bitte. Das muss jetzt klappen. Ah, sehr, sehr schön. Ah, sieht das schön aus, wenn der Feind fliegt. Und der Charge dürfte ausreichen, um da nochmal ordentlich Zwiespalt zu sehen. Victory! This is your day. Überall liegen die Leichen von Uruk-hai. Und Gondor kann sich freuen, einen wichtigen Sieg errungen zu haben. Sehr schön. Also ich würde sagen, das zeigt schon mal einen kleinen Eindruck, wie so die Einheitenmodelle aussehen und was man so erwarten kann. Also wenn da noch dementsprechend die richtigen Sprachfiles dabei sind und alles weitere auch noch hinzugefügt wird. Also man hat jetzt schon ein gutes Mittelerde-Gefühl, aber dann wird das nochmal übertroffen werden. Und wenn da noch die weiteren Fraktionen dazukommen, ich glaube, das wird richtig cool. Also, das sollte es für dieses Video, glaube ich, gewesen sein. Schreibt mir eure Anregungen in die Kommentare und ich würde sagen, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.